Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Kassel klimaneutral 2030. Ich habe keine Rede vorbereitet, weil ich auf den Bericht gespannt war und weil das ja der Moment ist, an dem wir Bilanz ziehen müssen. Wir haben vor 2,5 Jahren diesen Beschluss gefasst. So wie Sie den Bericht gehalten haben, klang es für mich so, als wären Sie eigentlich ganz zufrieden, wie es so läuft. Frau Koch meinte auch nochmal, es ist jetzt im Moment nicht die Zeit, den Fußdruck aufzubauen, sondern viele Maßnahmen sind ja auch auf dem Weg. Ein paar von Ihnen waren vor der Stadtverordnetenversammlung auch vor der Stadthalle, um sich in der Form einer Sanduhr aufzustellen. Wenn wir im Bild der Sanduhr bleiben, ist 25% der Zeit bereits abgelaufen bis 2030. Der klare Auftrag damals war ja, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und ich zitiere auch nochmal aus dem Beschluss, weil da habe ich in dem Bericht nichts dazu gehört. Es benötigt sofortige Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen und messbaren Reduktion der CO2-Emissionen führen. Welche hat es in den letzten 2,5 Jahren gegeben? Mir fällt keine ein. Hat es überhaupt Reduktionen gegeben? Was ich hier drin lese, welche Reduktion, wie hoch war sie? Es sind immer noch die gleichen Zahlen von 2012, weil das Monitoring ja erst erarbeitet wird. Da wird es von Maßnahmen, sie probieren die Sanduhr mit Papier immer noch viel zu sehr zu stopfen. Mit die Grünsatzung, wir warten weiterhin drauf, die Solarsatzung, die Stellplatzsatzung, auch da sind ja noch nicht die Details bekannt. Viele Konzepte und ja, in manchen Bereichen brauchen wir Gesamtkonzepte, aber in manchen Bereichen müssen wir auch sofort handeln. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vor ein paar Monaten, als die Straßen fast leer waren und kein Auto fuhr und ganz viele das Fahrrad entdeckten. Es war nicht, weil es so entschlossene Maßnahmen für die Verkehrswende gab, sondern weil die Pandemie über die Welt geklebt ist. Es ist jetzt, dass man nochmal über die Energiewende über ein anderes Tempo spricht, weil ein Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Es war das Hochwasser, die Hochwasserkatastrophe in NRW, dass irgendwie nochmal mehr Leute verstanden haben, es ist eine Klimakatastrophe mit Auswirkungen. Und es ist so ein bisschen, als würden sie sich so von Katastrophe zu Katastrophe hangeln, um irgendwie größere Schritte zu gehen und was dagegen zu unternehmen. Wir müssen, finde ich, wirklich darüber nachdenken, welche wirksamen Sofortmaßnahmen können wir denn ergreifen, die direkt einen Effekt haben. Wenn wir uns die Verkehrswende ansehen, die Pkw-Zahlen sind weiter gestiegen. Und ja, Sie können sagen, es sind individuelle Entscheidungen und wir können ja dann niemanden zwingen. Aber da müssen wir, und natürlich kann einzeln jeder gucken, was er macht. Ich glaube aber, wenn man sagt, irgendwie alle ziehen jetzt wärmere Pullis an oder essen mehr vegan oder verzichten auf die Flugreisen, damit erreichen Sie nicht unbedingt die, die am meisten CO2 überhaupt ausstoßen. Sondern da müssen wir als Kommune doch überlegen, wo können wir Strukturen so gestalten, dass es eben dass tatsächlich strukturell eingreift. Bei dem Verkehr, auch da ist es lange im Klimaschutzrat diskutiert worden und da gab es konkrete Vorschläge, was man auch schnell machen könnte, wo man nicht erst ein langes Konzept braucht, sondern wie sieht es denn aus mit der Parkgebührenerhöhung? Gar nicht. Wie sieht es denn aus mit mehr Flächen für das Rad? Und damit meine ich nicht einzelne Fahrradstraßen, die irgendwie vor den großen Kreuzungen dann enden und wo die Autos weiterhin fahren. Ich finde, wir brauchen wirklich eine ehrliche Bilanz, welche größeren Maßnahmen wir machen können. Und gerade wenn es heißt, das Personal ist zum Teil zu eng, dann ist es doch umso wichtiger, mit welchen Maßnahmen beschäftigen die sich oder wie viele kleinere Maßnahmen, die eher so auf Marketing ablaufen, beschäftigt man. Und da finde ich diesen. Also ich finde, es ist, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist, ist doch eher ein Zeichen, dass man tatsächlich einfach auch mehr Druck braucht und dass man größere Schritte braucht. Und dann zu sagen, irgendwie man soll, es ist vor allem wichtig, dass individuelles Verhalten umgestellt wird. Natürlich ist es ein Teil davon, aber das können sich ganz viele einfach gar nicht leisten. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo die Preissteigerungen unheimlich hoch sind. Wir müssen doch viel mehr in diesem Bereich nochmal stärker da dran gehen, neben der Wärme, neben der Energie, wie wir auch die Industrie viel stärker eingreifen können. Wir gerade in unserer Region auch eine Industriewende hinbekommen, auch mit Blick auf die Arbeitsplätze oder was man für zukunftsfähige Industrien bräuchte. Also ich finde, mich hat dieser Bericht jetzt nicht überzeugt. Wir müssen auch, finde ich, auch in dem Klimaschutzrat ist ja die Diskussion, wie kann man das noch wirksamer werden lassen, was alles an Maßnahmen ist. Wie kommt man schneller in die Umsetzung? Klar, es gab ein paar Beschlüsse auch in der Stadtverordnetenversammlung, manche sind so langsam in der Umsetzung, aber die Zeit läuft ab. Also ich denke, es braucht noch mehr Druck. Und ich finde, es ist irgendwie so eine selbstzufriedene Stimmung, dass man ein paar Sachen macht. Und es ist beschlossen worden, dass wir in der Stadtverordnetenversammlung diesen Bericht nehmen, damit alle zuhören und wir uns alle nochmal damit beschäftigen, wie weit sind wir auf dieser Skala bis 2030. Und ich finde, wir müssen da einfach nochmal den Zahn zu legen.